Mission 4, die Stunde 0, Teil 2. Es gibt eigentlich sogar schon einen Teil 3, aber das wisst ihr noch gar nicht. Passt auf. Ich lasse sie erst mal reden. Befehlsgewalt über Global Trust Flot. So, passt auf, passt auf, passt auf. Analysiere optimale. Ich habe das Ganze nicht nur einmal aufgenommen, jetzt auch schon zwei oder dreimal versucht. Und das Blöde ist, dass es nicht geklappt hat. In keinem der ganzen Fälle. Und ich muss jetzt echt aufpassen, dass mir die Schiffe nicht abfackeln. Wo sind sie? Denn wir werden alles so machen, wie ich es beim letzten Mal versucht habe. Inwiefern, das werdet ihr sehen. Du gehst jetzt erstmal nach da. Analyse von Fathers Truppenstärke abgeschlossen. Na, das ist doch schön. Zusätzliche Unterstützung durch die Fraktionen wird empfohlen. Und die werden wir auch dringend holen müssen. Ganz besonders, wenn es um dieses eine Ding geht, was uns unsichtbar macht, also von den Tags. Ja, also ich habe es zum zweiten Mal versucht. Es lief eigentlich auch ganz gut. Was führt sie zu mir? Das hätte ich sogar hochstellen können, wenn dann nicht am Ende ein ganz spezieller Fehler passiert wäre. Ich war so weit, dass ich an Vaters Arche war und die schon bombardiert habe. Mit der EMP-Kanone haben wir es geschafft, sein Schutzschild zu schwächen. Aber dann habe ich gemerkt, oh Gott, keines meiner Schiffe bewegt sich, weil die alle im EMP-Radius waren und damit ebenfalls lahmgelegt wurden. Es war zum Heulen. Und ich versuche es jetzt natürlich noch einmal. Ich bin seelisch und moralisch ein wenig fertig, kann man doch schon so sagen, ja. So, weg da, weg da, weg da. Nur nicht abschießen lassen, ansonsten ist alles in Ordnung. Oh, Vorsicht, U-Boot. Gut. Ja, das Schiff wird jetzt ein paar Mal angegriffen, das ist gar nicht schlimm. Währenddessen stellen wir schon mal neue Schiffe her, unter anderem noch eine Viper. Registriere Energieknappheit. Ja, das muss sein, Pibby. Da müssen wir einfach jetzt mal durch. Währenddessen können wir immer Zucker und Nahrungsmittel runterschippern. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Außerdem brauchen wir gleich noch die Bauzellen und das Werkzeug für die Forschung. 1, 2, 3, 4. Gut, du fährst mal runter. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Ja, ja, das ist das Fahrzeug oben, das ist also gar nicht so schlimm. Du fährst wieder nach Hause, lässt dich reparieren. Du kommst hierher, gibst das ab und fährst wieder nach Hause. Warnung. Produktion gestoppt. Okay, die haben jetzt also Zucker, die haben Nahrung. Das müsste also fürs Erste funktionieren. Muss man dahin, dass du repariert wirst. Okay, du kannst schon wieder Nahrung holen. Und dann werden wir uns auch gleich auf den Weg machen. Wo ist... Da ist er. Ich habe eine neuartige Tarntechnologie. Willkommen bei SA. Okay, sehr schön. Damit haben wir den Auftrag angenommen, müssten eigentlich doch die Leute im Boot haben. Die Firma hat oberste Priorität. Immer. Ja, ja, ist mir schon bewusst. Du holst bitte Nahrung. Bringst die runter. Nun, wie ist der Stand der Dinge? Ja, 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 ja. Wir haben jetzt die Leute bekommen von ihm. Wir werden also mit dieser Mannstärke dort hinten hinfahren. Und alles ausspionieren. Schön untertauchen, damit dich auch keiner sieht. Du wirst so oder so gesehen, da müssen wir durch. Obwohl, fahr mal hinten rum. Das ist, glaube ich, sicherer. So ist schön. Sabotage meiner U-Boot-Flotte. Diebstahl meiner Technologie. Auf diesem Niveau begegnen wir uns also. Menschen sind so affektiv. Ja, das ist leider wahr. Scanne Sektor nach neuen feindlichen Einheiten. Scan negativ. Gegnerische Flottengröße stagnierend. Okay, damit haben wir seine Flottengröße also stagnieren lassen.
Weiteres Essen. Gleich hier hinbringen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir weitere Schiffe bauen. Noch eine Viper. Registriere Energieknappheit. Und ja, die Viper sind genauso wichtig wie die da. Fahrzeug unter Beschuss. Und das werden auch immer mehr. Also da müssen wir auch dafür sorgen, als wissenschaftlicher Leiter von SAAT, dass die ganzen U-Boote so halbwegs weg sind. Also wir werden nachher sowieso nichts mehr hier hochschippern. Hier ist jetzt Schluss. Du wirst jetzt gar nichts mehr machen. Du wirst jetzt einfach bloß noch, ja, keine Ahnung, hier stehen und warten. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Nee. Du bist mir noch wichtig. Du musst gleich noch das Ding abliefern. Damit wir uns unsichtbar machen können. Fahrzeug fertiggestellt. Erstmal reparieren lassen. So, die Seeteufel ist da. Die beiden Boote haben wir auch. Ihr kommt hier hin. Ein Schiff wird jetzt hochfahren zu dieser Insel. Obwohl, hier haben wir noch eins. Nee, du bleibst dann doch unten. Und die Onyx neues Fahrzeug holt die schweren Waffen. So, wir müssen ein neues Fahrzeug haben. Da ist es. Dann müssen wir erforschen. Und zwar, einen Generator brauchen wir noch. Und wir brauchen das USB-Teil, das Öl benötigt. Gut, das Modulentwicklung abgeschlossen. Öl kannst du runterbringen. So, du kommst wieder mit. Na komm, 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 komm. Und? Sehr schön. Ab nach Hause. Gut, das ist auch erforscht. Dann brauchen wir noch das andere Modul, das war hier mit drin. Modulkonstruktion finalisiert. So, wieder ab nach Hause. Und erforschen Einheiten. Maskierungsdingsbums. Was darfst du dann abholen? Exzellent! Nun können wir Fasers Tarnkappentechnologie für unsere Flotte nutzen. Das ist sehr gut, wirklich. Also eines der herausragendsten Items, das wir im Moment besitzen. Du kommst mal bitte mit. Alarm! Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Jo, passiert. Das andere Boot müsste hier angekommen sein. Du gibst die schweren Waffen ab. Dann werden wir uns eine Streitmacht aus Kolossi. Registriere Energieknappheit. Anschaffen. Ja, ein Kolossus bringt uns ganz, ganz viel Schusskraft. Und das ist extrem viel wert, gerade jetzt. So, du bist repariert. Alle anderen Schiffe sind unsichtbar. Dann sieht es wenigstens so aus, als wären wir gar nicht da. Wir nehmen noch schnell die anderen Aufträge an. Ich habe herausgefunden, wo... Hey! Hey! Meine Agentin berichtet... Was gibt es? So, okay. Wir sollen einmal die Häfen zerstören. Und natürlich den... Flughafen. Das werden wir auch noch machen, definitiv. Sobald wir noch einen Kolossus mehr haben, dann müsste das funktionieren. Kostet ziemlich viel Stahl. Jetzt wird die Stahlproduktion natürlich wieder angekurbelt. Fahrzeug. Du kommst mal hoch. Okay. Dann wirst du das entsockeln. Und das wird in den Kolossus reingepackt, weil der ja wesentlich mehr Lebensenergie hat. Gut, wir haben drei Vipern. Du wirst noch schnell repariert. Du bist auch der mit dem EMP. Ist also ganz wichtig, dass du repariert wirst. Dann haben wir... Wie viele Frachtschiffe? Na, ist auch egal. Eins muss jetzt mal kurz nach oben fahren und Zucker holen. Ach so. So, jetzt. Die Seeteufel, genau. Okay. Okay, dokay. Fahrzeug fertiggestellt. Das ist schön. Maximaler Zucker rein ins Schiff und runter zu unserer Insel, die es benötigt.
So, zwei Kolossi haben wir. Ich schätze mal, drei sind schon gut. Energieversorgung mangelhaft. Dann haben wir eine ordentliche Streitmacht gegen die ganzen Schiffe. Leider nützt der Kolossus nichts bei irgendwelchen U-Boot-Angriffen oder bei irgendwelchen Flugangriffen, da er nur 60 in der Mitte hat, links auf Flugeinheiten nischt und genauso eben auch bei dem anderen nicht. Aber das ist auch nicht schlimm, er könnte wenigstens die Gebäude dann ordentlich zerstören und das auch mit einer gewissen Geschwindigkeit, die wir unbedingt benötigen. So, das Schiff, das müssen wir nochmal beobachten, dass auch hier nicht schief läuft. Produktion gestoppt. Umso besser. Lagerkapazität erreicht. Das lese ich gerne. So, du wirst dich noch reparieren lassen. Fahrzeug unter Beschuss. Dann warten wir auf unseren Kolossus. Neues Fahrzeug. Der kommt mit ran. Okay, und dann müssten wir soweit durch sein. Wo ist das Schiff, das beschädigt war? Die Monsun nicht. Ich glaube, das ist schon wieder repariert, wa? Ja, sieht gut aus. Okay, ihr fahrt jetzt alle mit. Du bleibst erstmal hier. Du bist jetzt mein EMP. Mein persönliches EMP. Dann fahren wir erstmal nach oben. Und hauen die U-Boote so halbwegs weg. Sehr gut. Und jetzt weiter nach oben zum Flughafen. Fahrt mal bitte weg. Flugzeuge müssen weg. Okay, die Viper muss weg. Noch das da. Und der Flughafen ist schon mal AD. Der ist schon mal weg. Das nehmen wir noch mit und verschwinden wieder. Ach, sehr gut. Jetzt müssen wir uns einmal reparieren lassen. Wahrscheinlich nachher auch noch einen Kredit beantragen. Ein Schiff steht hier noch. Komm mal hierher. Gut, die Orpheus, die bleibt sowieso hier. Die soll gar nicht mit. Du warst das Gerät mit dem EMP. Als nächstes müssen wir die Häfen kaputt machen. Oh, 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 viele beschädigte Schiffe. Am besten wir nehmen noch ein ganz normales mit rein, das die Flugeinheiten kaputt machen kann. Energieversorgung mangelhaft. Denn das ist eigentlich das, was uns nachher am gefährlichsten wird. Diese ganzen Flugschiffe. Flugzeuge. Registriere neues Fahrzeug. Sehr gut. Komm mal mit. Ist vielleicht nicht viel Schusspower auf fliegende Einheiten, aber es müsste so funktionieren. Du bist gleich repariert, dann müssten wir schon wieder voll sein? Nee. Ein Schiff noch nicht. Das habe ich eben gerade da. Und du auch noch nicht. Okay, wenn die fertig sind, fahren wir wieder los. Das EMP bleibt wieder mit hier. Nee, du bleibst da. Und wer noch? Können ja denn schon mal hochfahren. Irgendeine war doch noch beschädigt. Nee, sind alle voll. Okay, finde ich gut. Dann können wir uns wieder nach oben wagen. Achtung, Produktionsstillstand. Und wenn schon. So, los geht's. Als nächstes ist der ganz normale Hafen dran bei ihm. So, ihr fahrt mal bitte hier hin. Ballert mal auf die da. Halt, hier geblieben. Zurück. Menschliche Individuen bedrohen meine Systeme. Ach so, das ist sein Schiff. Ich kann das nicht dulden. Wieso hatte ich das denn im Target? Hatte ich gar nicht, ne? Der grüne Balken wurde bloß so angezeigt. So, weg mit dem Hafen.
Und weg mit dem Hafen. Oh, der Kolossus muss weg. Sehr gut. Ihre Dienste in dieser Sache sind für die Firma unverzichtbar. Sehr schön. Bleibt schön beieinander. Fahrt jetzt aber erstmal zurück. Einmal reparieren lassen. Keine Lust, jetzt Schiffe zu verlieren. Wir haben einen Kolossus verloren. Wir müssen uns einen neuen kaufen. Was fehlt uns dazu? Stahlträger. 3 Stück fehlen noch. Gut, die kommen. Keine Sorge. Okay, wir sind einen Großteil losgeworden. Das ist echt praktisch. Und vor allem haben wir auch seine Produktion gestoppt. Ihren Diensten. Und wir werden jetzt einfach mal einen Kredit aufnehmen. Kriegen dadurch zwar eine schlechte Bilanz, aber haben wieder Geld. Und das ist sehr viel wert.